Und damit herzlich willkommen zu Final Fantasy 15 Episode Ignis. So, nach langem Warten ist nun auch die dritte Erweiterung erschienen. Und ja, legen direkt los. Und machen es natürlich auf normal. So, dann geht's mal los mit Episode Ignis. Noctis und Hudafreya haben alle Kräfte eingesetzt, um die Wassergöttin Leviathan zu bändigen, damit sie den zukünftigen König ihren Segen gibt. Schwer verletzt und geschwächt brechen die beiden bewusstlos am Altar zusammen. Doch der Kampf ist dort nicht beendet. Noch immer hat die imperiale Armee ihren Kampf gegen die Götter nicht aufgegeben, obwohl Altissia bereits fast vollständig zerstört wurde. Ignis muss sich durch die Trümmer einen Weg zum Altar suchen, um Noctis zu retten. Der König des Lichts ist dazu bestimmt, für ein höheres Ziel zu kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften zu nehmen. Jedoch verliert auch ein König bisweilen den Weg aus den Augen. Geschieht dies, bitte ich dich, Noctis zu helfen, als sein Freund. Wie ein Bruder. Ignis, ich verlasse mich auf dich. Majestät, bitte vergib mir. Hörst du mich? Sag schon, wie geht's ihm? Hat er den Pakt geschlossen? Von hier aus ist das schwer zu beurteilen. Los, auf zum Altar. Kapitel 1 Schicksale. So, wir müssen erstmal an Land schwimmen. Ich muss hoch. So, wir haben ein paar Tränke. Gut. Ja, dann schwimmen mal davor. Soldaten. Ja, wir gehen an einer geeigneten Stelle an Land. Hört ihr mich? Engel, du lebst! Ja, so schnell gebe ich nicht auf. Nicht, ehe ich bei Noct bin. Ich muss zum Altar. Könnt ihr für mich den Feind ablenken? Geht klar. Ich brauche einen Aussichtspunkt.
So, dann suchen wir mal einen Aussichtspunkt. Erstmal gucken wir natürlich uns hier um und irgendwas finden. Ein Eisenklumpen. Wow. So, gibt's da sonst noch irgendwas? Ah, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal da hoch. So, das sind Soldaten. Speer. Lästig. Ignis Dolche lassen sich durch Elementarmagie stärken. Wähle je nach Situation das passende Element. Elementardolche. Mit dem Element Feuer gestärkte Dolche können den Schaden auf ein erhöhen den Schaden auf ein Einzelziel. Ja, dann treffen wir mal fünfmal mit den Feuerdolchen. Okay. So, so ein bisschen umgucken. Oh, ist alles abgesperrt. So, wir haben die Kommandos Hochsprung und Übertaktung. Probieren wir mal später aus. Gibt's da was? Nö. Toll. Eis, Elementardolche. Mit dem Element Eis gestärkte Dolche verletzt mehrere Gegner im Umkreis. So, Eis ausgewählt. Gut, der tanzt da mehr rum, als dass er angreift. Aber okay. So, das könnte ein guter Aussichtspunkt sein. Da gibt's nix. Da haben wir den nächsten Gegner. Ich habe keine Zeit, mich mit denen aufzuhalten. Oh, noch mehr. Blitz-Elementardolche. Mit dem Element Blitz gestärkte Dolche ermöglichen blitzschnelle Bewegungen und Angriffe in rasanter Folge, um Gegner zu verwirren. So, dann Blitz. Ja. Es hört nicht auf. Gut, halte Dreieck gedrückt, um den Fokus-Bug zu füllen. Sobald er voll ist, kannst du mit Dreieck Elementarfokus auslösen, um mehrere Punkte anzuvisieren und anzugreifen. Das ausgewählte Element deiner Dolche beeinflusst dabei den Angriff. Der Balken füllt sich übrigens auch automatisch durch Angreifen, Ausweichen und Riposte, allerdings langsamer. Angriff auf Einzelziel ist Feuer, Eis auf mehrere und Blitz. Zustand Schock. So, erfolgreiche Angriffe erhöhen vorübergehend den Schadensmultiplikator. Lass mich mal da raus. Okay. Gut, dann laden wir mal unseren Elementarfokus auf. Riposte oder so. Reagiere nach einem gegnerischen Treffer rechtzeitig, um das Gleichgewicht zurückzugewinnen, etwas Lebenspunkte zu heilen und die Chance zum mächtigen Gegenangriff zu bekommen. Direkt nach Schaden, dann Kreis drücken.
Ignis hat den Greifhaken eines Emmy erhalten. Nutze ihn, um dich mit L2 an spezielle Punkte auf Dächern und Gebäuden zu ziehen. Mit Hilfe des Greifhakens kannst du dich mühelos über den Dächern Altissias fortbewegen. Ja, schön. Hui. So, die imperiale Armee hat Altissia eingenommen. Besiege feindliche Truppen, um besetzte Areale wieder unter akkordische Kontrolle zu bringen. Du kannst jederzeit die Karte mit strategischen Infos öffnen, um den Weg zu deinem nächsten Ziel zu überprüfen und herauszufinden, in welchen Arealen sich noch Feinde befinden. Rot, Areal unter Niflheimer Kontrolle. Grün, Areal unter akkordischer Kontrolle und weiß, neutral. Besiege alle Niflheimer Soldaten in einem Areal, um es unter akkordischer Kontrolle zu bringen. Aha. So. Vieles ist noch neutral. Und ein bisschen was ist unter Niflheimer Kontrolle. Gut. Ja. Behalte die feindliche Truppenstärke links oben im Auge. Der rote Kreis nimmt ab, wenn du Niflheimer Soldaten besiegst. Hast du alle Gegner besiegt, hast du das Areal zurückerobert. So, erstmal alles ausschalten hier. Jetzt zum Scharfschützen vor allem. So, du kommst auch noch dran. Hallo. Schluss jetzt. Okay. Das ging ja schnell. Ah, dann schon den nächsten. So, Übertaktung. So, Feuer ist gestärkt. So, stirb du. Wesker, Sie müssen haben Titan umzingelt. Aber er wird Ihre Schiffe wie Fliegen wegwischen. Wesker, ich muss zum Altar. Versuch es über die Brücke im Osten, sofern sie noch steht. Das hoffe ich. Mir bleibt nicht viel Zeit. Bis dann. Gut, viel Glück. Gut, wir gucken uns natürlich erstmal um. Hören Sie mich. Was gibt es? Wir brauchen Ihre Hilfe. Noctis ist in Gefahr. Nicht nur er. Der Riese und die Wassergöttin zerstören die ganze Stadt. Vielleicht sind der König und die Kanagi schon tot. Die beiden leben noch. Ich lasse nicht zu, dass sie sterben. Also gut. Ich verbinde sie mit meinen Männern, obwohl sie schon genug zu tun haben. Ignis hier. Könnt ihr mich hören? Ich ja. Lagebericht. Wir geben alles, aber... Es nimmt einfach kein Ende. Verstanden.
und bei dir... Kommto? Gut, wir bekommen also ein bisschen Hilfe von den Soldaten. So, ich gucke mich hier aber noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Moment. Ja, auf der Karte kann ich Sachen sehen. Schön. Ein Refugio. Okay, ein paar Schätze gibt's hier, ein paar Sachen zum Einkaufen. Ja gut. Ah, guck mal an, was haben wir denn da schon? Erstmal aufräumen hier. Wo zur Hölle bin ich? Der lebt noch. Den da angreifen, bitte. Irgendwas funktioniert dann nicht so, wie es sein sollte. So, erstmal Eis. Euch. Da drüben sind noch welche. Oh Gott, die sind überall. Und der springt rum wie ein komisches Viech auf Ecstasy. Ach. Der lebt noch. So, der ist auch erledigt. Da noch Scharfschütze. Ja genau, greif ihn einfach rechts daneben an. Statt den direkt vor dir. So, erledigt. Hey, ein Eisenklumpen, schon wieder. Ein Knochen. Aha. Wie? Rangflucht. Ist da noch irgendwo einer? Da oben. So, das Areal wurde eingenommen, sehr schön. Was haben wir denn da Schönes? Ein Evakuierungsort. So, mal hier hochspringen. Gibt es anscheinend irgendwas, wenn ich hochkommen würde? Ja, oder auch nicht. So, da drüben liegt noch was. Na, komm. Metallsplitter. Ein großes Areal ohne Gegner. So,
So, ein paar Tränke und ein Elixier, auch nicht schlecht. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein Supertrank. So, ist das Gebiet dann... Okay, das ist neutral. Dann sammeln wir hier mal alles ein, was wir finden. So, da drüben sehe ich noch eine Schatzkiste auf der Karte angezeigt. So, irgendwo da oben. Jetzt weiter unten. Okay, ich glaube, da muss ich hinschwimmen, kann es sein? Naja, fast. Gut, der kommt da nicht raus. Ein Massivknochen, schön. Und den Schatz haben wir immer noch nicht. Da geht's nirgends hin. Das ist ja doof. Hier hinten auch nicht. So, aber hier ist irgendwo ein Schatz. Na gut, da ist alles voll. Eine Muschel. Spitzknochen. Yay. Eisenklumpen. Ein verrostetes Metallstück. Hey, für was brauche ich das? Das sind für mich nicht wirklich Schätze. So, Umrüstungsanweisung. Aurus, Mech. Aha. Ist das hier so eine Art Stützpunkt oder so? Nee. Da ist ein Geschäft. Aha. Ja gut. Gehen wir doch mal zu diesem Geschäft eben hin. Das ist irgendwo dort vorne. Ja, yeah, die Stadt ist toll. So, da unten sind noch ein paar Schätze. Die haben wir alle, glaube ich, zumindest. Ja, sieht irgendwie so aus. So, und das Geschäft ist jetzt wo genau? Irgendwo dort unten. Ne.
Gut, was haben wir hier? Das zum Rasten. Halte Ausschau nach Versorgungsposten, an denen du dich ausruhen und den Spielstand speichern kannst. Zack, wir möchten rasten. Einfach nur so, weil wir es können. Ja gut, speichern wir jetzt einfach mal. So, und wo ist jetzt das Geschäft? Anscheinend hier unten. Einkaufen. Hier ist niemand. Nimm doch einfach alles mit, was du brauchen kannst. Okay. Tränke und so Zeugs. Was? Jugendbrille, Sonnenbrille, Monokel, klassische Brille, Partybrille. Was? Okay. So, wie kann ich ihnen ausrüsten, den Ignis? Elementardolche, Trainierlanze 3, Hochsprungübertaktung, Kampfuniform der Königsgarde durchnässt. Yay. Nur Heiltränke und ganz viel Müll, den wir gefunden haben. Ja gut. Da ist noch ein Schatz. Ein Ammonitfossil. Klar, warum nicht? Naja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann hier weiter, mal Richtung Brücke, würde ich mal sagen. Dann war's erstmal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Ciao.